Ich hab das so in Heels zu tanzen. Oh, Maul. Und die Tulpen. Seht ihr das? Wir haben es jetzt fertig bekommen. Ja. So, die Männer müssen jetzt halten. 1, 2, 3. Wie viel wurde hier bitte rausgeworfen? Hey and welcome to a new vlog. Ich habe tatsächlich erst gestern den letzten Vlog fertig gemacht und bin heute wieder on fire weiter zu drehen. Die nächsten Tage werden richtig sick. Ich bin wieder auf einem Event. Ich gehe vielleicht wieder in die Heel Class. Dann muss ich auf jeden Fall noch ein Video kurz fertig schneiden. Das hatte ich schon vor kurzem so gut wie fertig. Es fehlen nur so kleine Feinschliffe und hier stehen auch noch meine ganzen Pflanzen, weil ich die gestern endlich wieder gegossen habe. Leute, ich bekomme gerade einen grünen Daumen. Also bei ein paar Pflanzen habe ich es echt verkackt, aber die habe ich wieder lebendig bekommen. Kleine Empfehlung da, by the way. Ich habe mir so eine App geholt, die heißt Planter. Also die hier ist es nicht, die hier. Und da steht dann immer drin, also die erinnert euch so mit Benachrichtigungen, wann ihr eure Pflanzen gießen müsst. Guckt mal, so sieht das aus. Und da könnt ihr dann genau einsprechen, was für eine Pflanze es ist, wann ihr die gegossen habt, wie viel ihr die gießen müsst und so weiter und so fort. Und ich finde es richtig praktisch, weil oft vergehen irgendwie so Wochen übel schnell. Und dann vergisst man, dass man die halt mal 2 Wochen nicht gegossen hat. Und dann wundert man sich, dass die eingehen. Ich setze mich aber jetzt erstmal hin und mache dieses Video fertig. Und dann geht es auf eine schnelle Trainingseinheit, weil am Wochenende ist ja die FIBO. Und ich will davor noch mal ein bisschen durchziehen, weil in letzter Zeit bin ich echt nicht so regelmäßig gegangen. Und ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, mich da bei der FIBO hinzustellen, wenn ich in letzter Zeit zu wenig trainiert habe. Aber ehrlich gesagt, ich kam kaum dazu, weil ich durchs Tanzen dann so am Arsch war. Oder weil ich halt echt viel unterwegs war. Deswegen ein bisschen sad, aber wir gehen heute auf jeden Fall. So, ich habe jetzt das Video fertig gemacht. Gym-Zeug ist gepackt, deswegen flitzen wir jetzt einmal in eine Oberkörpereinheit. Let's go! Finish. Ich bin finished mit dem Gym und war gerade noch schnell ein bisschen Sachen einkaufen für Marcia ihr, ich wollte gerade Weihnachtsgeschenk sagen, aber ihr Geburtstagsgeschenk, weil sie heute Geburtstag hat. Und wir hatten eine richtig coole Idee und das wollte ich heute noch machen. Auch wenn sie halt nicht feiert und ich am Wochenende auch nicht da bin, falls sie irgendwas am Wochenende machen, versuche ich das heute vorzubereiten. Normal bin ich richtig so langweilig, was Geschenke angeht. Aber irgendwie hatte ich heute richtig Bock, was richtig Aufwendiges zu machen. Und Leute, das, was ich euch zeige, das ist so eine geile Geschenksidee für Leute, die eigentlich schon alles haben, aber man will trotzdem so eine nette Geste, dass man sich Mühe gibt und so machen. Wir machen das später zusammen, das wird richtig cool. So, ich gehe jetzt noch schnell in Douglas und hole da noch die fehlenden Sachen für das Geschenk. Da müssen wir hin. Ich bin jetzt noch bei Rituals Fitness geworden und war noch kurz beim DM, weil ich jetzt so Lappen gebraucht. Oh mein Gott, Leute, wenn ihr wüsstet, was für coole Sachen ich gekauft habe, das wird ein richtig geiles Geschenk. Ich habe es gerade noch mal so angeguckt und es ist richtig cool. Also ich würde mich richtig darüber freuen. Ich glaube, sie wird sich auch freuen. Irgendwie macht es voll Freude, so coole Sachen für andere Leute zu kaufen. Irgendwie macht es mich happy. Ich sollte das öfters in meinem Leben tun. Mir fehlt jetzt noch eine Sache und zwar so runde Kartons oder Schachteln. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Irgendwie fand ich die jetzt gerade, die ich alle gesehen habe, viel zu teuer für 2 fucking Kartons. 17 Euro sehe ich nicht so ein. Deswegen fahre ich jetzt noch schnell zum Kick und hoffe, dass es dort solche gibt und dass die ein bisschen günstiger sind. Okay, jetzt geht's zum Kick und da versuche ich dann diese runden Kartons zu finden. Die müssen welche haben, sonst bin ich richtig am Arsch und die ganzen Geschenke, die keinen Sinn. Ich musste gerade nochmal zurückfließen, um nochmal bei Woolworth die Dinger zu holen, weil nirgendwo es die Dinger gab und ich habe jetzt auch gerade noch ganz viel Joghurette und noch Giotto für meine Oma ihren Kuchen geholt und jetzt habe ich alles. Ich muss ganz schnell nach Hause. Marcello ist so sauer, weil ich über eine Stunde zu spät bin, wie eigentlich geplant und er die ganze Zeit im Essen wartet und gleich ist 14 Uhr. Es kommt auch schon mein YouTube-Video online. Das muss ich jetzt gleich auch noch machen. Ey Leute, ich muss mich so beeilen. Ich bin ein bisschen gestresst. So, Freunde, back at home. Wir haben gerade schnell gegessen und ich packe jetzt die ganzen Joghurette aus, weil der Plan ist, dass ich die halt auf den Karton drauf mache. Das Problem ist, ich habe halt nur so einen großen und drüber kommt so ein kleiner. Also es soll wie so eine Torte aussehen. Es gab keine passendere kleine Kartons. Glaubt mir, ich habe es wirklich versucht. Deswegen, die Joghurtten werden niemals ausreichen für das ganze Ding. Aber ich wollte jetzt auch keine 20 Packungen davon kaufen. Da soll die auch alle essen. So, es ist jetzt nur noch so halten, aber das sieht schon mal sehr geil aus. Ich mache direkt weiter mit den Küchenrollen. Die müssen nämlich ungefähr in der Mitte platziert werden. Ich weiß nicht, ob es über eine reicht. Es hat was. Ich mache jetzt noch diese ganzen Papierdinger da unten rein. Zeige ich jetzt geschwind, was ich gekauft habe, was man reinmachen kann. Und zwar einmal so ein
Body Oil. Und Leute, ich hätte es mir echt selber auch mitnehmen sollen. Ich finde das so geil. Das hat so Glitzerpartikel. Ich glaube, das wird Marcel richtig gut gefallen. Dazu noch ein Body Scrub. Dieses Parfüm hat so himmlisch gerochen. Das musste auch mit. Kleines Desinfektionsmittel. Ein Lipgloss von NYX, weil ich weiß, dass sie die von NYX richtig gern nimmt. Handcreme. Gesichtsmaske, Augenpads und ein Nagellack. Und ich habe noch so ein Brötchen bei Douglas bekommen, das kommt auch mit rein. Ich habe noch so 24 gekauft, das würde ich da gerne auch noch irgendwie festmachen. Ich habe auch noch so eine Lichterkette. Schaut mal, ich lieb's. Ich fühle mich gerade so, als wäre es mein Geschenk irgendwie. Irgendwie gibt es mir gerade voll Happy Vibes. Ich habe auch noch so süße Blümchen. Die werde ich auch noch ein bisschen so dran befestigen. Ich habe gerade von meiner Nachbarin noch dieses Heißklebepistolen-Ding abgeholt. Und jetzt sieht es so aus. Ich finde es super cute. Nur die Sachen gehen da teilweise so ein bisschen unter. Aber egal, man wird es dann schon finden. Aber irgendwie, es ist schon süß geworden. Also hier mit den und die Blümchen, die 24. Wir müssen mal appreciaten, wie schön die Sonne hier gerade reinkommt. Ich liebe es. Mein Eco-Gel stand hier die ganze Zeit rum von heute Morgen. Und irgendwie ist es ist warm. Es ist einfach ist warm. Egal. Ich muss hier kurz ein bisschen was fixen, weil irgendwie hier gerade alles so rumgefludert ist. Ich glaube, das war vom Gym, weil ich da so oft meine Kopfhörer halt immer auf- und abziehe. Einfach mit so pisswarm Gel sich die Haare machen. Ey, das ist ein Lifestyle. Ich muss jetzt eigentlich nicht perfekt aussehen, deswegen mache ich jetzt auch nichts groß an meinem Face. Ich versuche das auch immer, wenn ich irgendwie nicht groß vor der Cam oder so stehe, so gut es geht, mein Face clean zu halten, also wenn es drauf kommt oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach zu viel für mein Gesicht. Und ich gehe gleich einfach nur mit Nala Gassi, weil Marcelo noch mal so ein paar Runden joggen will. Er macht halt immer so Intervallläufe einmal die Woche. Einmal die Woche schwimmen, dann geht er wandern am Wochenende und sonst noch ins Gym. Und immer wenn er Intervallläufe macht, gehe ich dann los mit Nala und gehe mit Nala spazieren. Ich freue mich, weil ich gehe in der Zeit echt öfters mit ihr. Und mir ist aufgefallen, oh Gott, ich komme wirklich vor wie so ein Psycho. Wenn ich mit ihr spazieren gehe, ich habe immer ein Lächeln im Gesicht, weil es irgendwie so Spaß macht. Also ihr müsst euch vorstellen, ich laufe dann immer so. Und ich glaube, jeder, der mir entgegenkommt, denkt sich so, Junge, was ist denn bei der falsch? Meistens kommen mir Leute einfach entgegen, die sind so todesabgefuckt und starren am besten noch auf ihr Handy, weil sie gar keinen Bock haben. Und ich kritze mir immer die Seele aus dem Leib. Nali? Ah, sind wir wieder Gassi? Ja, ich bin wieder Gassi. Du musst vorsichtig sein, das ist Froschleich. Wir gehen da nicht so tief, du darfst nur hier ein bisschen. Aber auch nicht so weit, weil sonst muss ich erklären, wieso du dreckig bist. Okay, wir gehen weiter. Gute Idee. Sehr gute Idee. Oh mein Gott, wie viel Pech kann man haben? Ich sollte Marcia in Blumenstrauß von ihren Eltern mitnehmen. Und mir ist der komplette Dinger hier ausgelaufen. Ich habe jetzt noch schnell während der Fahrt einfach einen Pulli runtergeworfen, der bitte... Scheiße, das alles aufsaugen soll, es ist klitschenass. Eigentlich dachten wir, dass wir das Geschenk Marcia nicht mal vorbeibringen können, weil sie was mit einer Freundin machen wollte. Die hat aber jetzt abgesagt. Das bedeutet, wir gehen jetzt gleich zusammen in die Heel Class und ich muss mich schnell umziehen. Ich hätte nicht dran gedacht, dass das heute noch was wird. Ich habe jetzt diesmal nur die Jogginghose. Ich liebe es, in die Heel Class einfach eine Jogginghose anzuziehen. Und ich ziehe einen Sport-BH von heute Morgen an. Also muss man ja nicht direkt waschen, Freunde. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Aber die Sachen von Lounge fallen leider richtig oversized aus. Die ist cool, ich mag die. Ich mag das so in Heels zu tanzen, weil das dann so chilliger unten ist und nicht so betont. Dann sieht man nicht so krass meine Fehler. Aber trotzdem muss oben knapp sein, weil es wird richtig warm. Ich ziehe mir aber trotzdem noch einen Pulli drüber. Und zwar ist die neue Kollektion bei mir angekommen von Teleo für die Fibo am Wochenende, wo ich ja auch bin. Und ich ziehe den direkt einmal an. Wenn der hell ist, den kann man trotzdem bringen, oder? Da oben drüber. Das ist auch eine S. Und das ist jetzt richtig nice Oversize. Mich auch immer so ein bisschen vorhypen und auch in meinem Kopf denken, I'm sexy. Weil wenn ich es nicht fühle, dann sieht man das, dann laufe ich so. Und ich muss so boom, boom. Und das muss ich ein bisschen üben, dass ich ein bisschen mehr so, bis ich mehr auftreten. Ich habe euch meine Heels ja schon im letzten Vlog gezeigt gehabt. Die habe ich jetzt hier da eingepackt und nehme ich mit. Jetzt seht ihr auch, woher die sind. Das ist so die bekannteste Heel-Marke. Also wie gesagt, Marcia hatte ihre auch davon. Und alle so in der Tanzschule haben auch gesagt, dass das die besten Heels sind. Deswegen... Ich habe das Geschenk von Marcia jetzt eingepackt und jetzt fahren wir in die Heel Class. Also ich hole Marcia ab und dann fahren wir in die Heel Class. Schaut mal, wie cute das aussieht. Es wird so richtig schön leuchten. Ich bin gespannt, wie Marcia gleich drauf reagiert. Marcia, was sagst du? Wie war es heute? Richtig geil, oder? Und das an deinem Geburtstag. Die geilste, das war schon die. Nervt sich, dass ich das so laut sage? Halt's Maul. So, heute auch wieder Geschäft. Ich muss auf jeden Fall an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Das merke ich auf jeden Fall. Ich bin mich in den Heels.
Der Tag ist jetzt schon etwas länger am Laufen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich vergessen habe, dass ich heute vloggen wollte. Und ich habe heute Morgen direkt schon angefangen mit Backen. Das habe ich nämlich gestern schnell geschafft. So hat meine Oma heute Geburtstag. Wir besuchen sie heute und ich backe ihr einen leckeren Haselnuss-Kirschkuchen. Der müsste jetzt auch gleich fertig gebacken sein. Der war jetzt fast eine Stunde im Ofen. Hauptsache, ich habe gerade währenddessen, ich auf diesen Kuchen gewartet habe, die komplette Küche geputzt. Keine Ahnung, ich mache das wirklich alle 3 Monate, so die Küchenschränke abdingsen. Aber wirklich, nach kurzer Zeit sieht das immer so schnell, so dreckig aus. Auch hier so am Kühlschrank die Griffe und so, das stört mich total. Aber ich glaube, egal welche Küchenfarbe man hat, man sieht das immer. Und bei Weiß, also irgendwann ignoriere ich das. Aber wenn ich mich dann auf den Boden setze oder so und den Kuchen angucke, dann merke ich das. Und dann kribbelt es mir in den Finger, dass ich das alles sauber machen muss. Ich habe so einen kleinen Sauberkeitstick. Perfekt, nichts dran. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Kuchen durch ist, einfach mit so einem Holzstäbchen reinpieksen. Ich gehe jetzt noch im warmen Zustand außen rum einmal. Der muss jetzt etwas auskühlen. Währenddessen mache ich mit dem Kirsch weiter. Ich habe schon mal so Speisestärke und alles vorbereitet. Da müssen wir jetzt sowas, so ein leckeres Kirschding halt machen. Die Kirschen rein, Oberlauerhälfte daneben geworfen. Ich muss jetzt den Tortenboden aushöhlen. Dazu mache ich erstmal ungefähr so ein Loch. Das, was man so weggemacht hat, braucht man auch noch. Ich esse trotzdem. Der Paketbote war da und hat mir neue Päckchen gebracht. Ich habe mir dann jetzt endlich auch diesen Seamless-Style von Snacks geholt. Und noch ein paar mehr. Tja, das ist der Invisible Brazilian. Leute, das ist die Revolution. Ich glaub's nicht. Seht ihr das? Das sind die, wo keine Nähte zeigen. Stärke 1, Periodenpanty. Leute, Alter, das muss ich ja mal instant im Gym testen. Das ist ja so geil. Ich habe die einmal in beige und einmal in schwarz. Und wenn die gut sind, werde ich mir von denen auf jeden Fall noch mehr bestellen. Tada, komplett so dünn. Und es fühlt sich auch so an wie diese typischen, also seamless Underwear. Das ist auch dieser Stoff halt nur unten ist. Diese Einlage gegen den Bluten. Alter, das ist ja mal so geil. Ich finde, manchmal auf der Website kann man gar nicht einschätzen, wie die Sachen sind. Und also man sieht es zwar, aber wenn man es dann in der Hand hat, ist das nochmal was ganz anderes, was das für ein Stoff und so ist. Das war aber nicht das Einzige. Und einmal komplett mit Spitze. Oh, da kann man komplett durchsehen. Aber es ist trotzdem unten halt einfach Periodenpanty. Und es ist sogar Stärke 2. Oh, ich mache gleich eine Insta-Story und will dir euch zeigen, was ich mir die geholt habe. Das ist so geil. Der Kuchen hat jetzt abgekühlt und ich habe jetzt Sahne mit diesen Krümelchen irgendwie vermischt und da kam noch so ein bisschen Rum rein und das mache ich jetzt auf den Kuchen. Oh mein Gott, das wird so sick. Das ist eine Portion, werde ich sagen, ne? Der kommt wieder in den Kühlschrank. Ich habe euch voll vergessen anzumachen. Ich drehe jetzt den Theo Hall durch für die Fibo. Die Farben sind ja die Fibo-Farben und schaut mir zu. Ich habe mir irgendwie in letzter Zeit, nehme ich immer so das jetzt auf, weil ich finde, dann sieht man die nochmal viel cooler. So, jetzt muss ich mich schnell wieder umziehen und das solltet ihr vielleicht mal nicht mitbekommen, wie ich mich hier in meinem Wohnzimmer umziehe. Wir kombinieren das nochmal mit dem Pulli. Yes! Yes, yes, yes! Ich mache jetzt noch schnell die Redestory und deswegen gehe ich nochmal kurz zum Spiegel. Den Pulli will ich aber da jetzt nicht anhaben. Huh. Leggings gebende Shorts, den Neckholder BH und den Twist BH. Den alten wunderschönen Braun. Aber da. Halt. Was laber ich? Geschafft, geschafft, geschafft. Manchmal kann ich nicht reden. Das merke ich immer erst, wenn ich dann so rede. Ich glaube, was bei diesem Influencer-Thema voll viele irgendwie so unterschätzen, ist, wie lange es braucht, solche fucking Stories hochzuladen. Früher ging es immer so schnell, da hat man irgendwie so LOL oder sowas draufgeschrieben, ne? Aber wenn man irgendwie so Mehrwert hinschreibt und 1000-mal das Ding durchliest, und dann will man da noch irgendwas hinmachen, weil das sieht süß aus und da noch was einblenden, dann dauert das wirklich Ewigkeiten. Ich sitze jetzt ungelogen, wenn ich Teveo-Stories hochlade, so 4 Stück, meistens immer 4, 5 Stück, sitze ich locker nur am Upload 1 bis 2 Stunden. Krank, ich weiß. Hallo! Eine halbe Stunde weg, hat das gepasst? Ja, zum Stehen hat das gepasst. Wie lange bist du schon fertig? Seit 5 Minuten. Oh, perfekt. Hm? Hallo YouTube! Was denn? Bist du fertig? Mit was? Ja, mit deinem Arbeiten. Mit Hochladen und so? Ja. Nee, ich bin jetzt erst beim Hochladen. Boah, wie sieht denn der aus? Der Kuchen ist geil, gell? Darf ich einfassen?
Nein. Das ist so gigantisch. Ich habe noch die Schokolade drauf gemacht und noch so ein bisschen Nussmus, damit es so eine Schraffierung bekommt. Vorsichtig lösen. Den. Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Oh mein Gott, ich habe mehr wie genug Sahne auch noch übrig. Jetzt muss ich irgendwie noch einen Nachtisch damit machen. Vergessen, ich wollte ja noch so Giottos drauf machen. Das war jetzt genau eine Stange von diesen Giottos. Fertig. So sieht jetzt mein Kuchen aus. Es sieht wunderschön aus. Ich habe gerade irgendwie gesagt zu Marcelo, es sieht irgendwie aus wie so ganz viele unterschiedliche Arten von Bubis. So Bubikuchen. Ein Bubikuchen. Ja, ein Bubikuchen. Genau, ein leckerer Kuchen. Schaut mal, ich bin noch schnell Tulpen pflücken gegangen für meine Oma, dass wir ihr noch ein paar Blumis mitbringen. Wir sind jetzt bei meiner Family. Marcelo nimmt das kleine Geschenk und die Tulpis. Nicoles und ich nehme den Oma Kuchen. Hat Geburtstag. Ja. 87 wird man auch nur einmal im Leben und dementsprechend sind wir equipped. Wir haben richtig Hunger und Bock. Let's go. Let's go. Jessie, fettes Stück Haselnuss. Komm, auf die Allergie kommt. Mein Weihnachtsgeschenk kam übrigens super bei ihr an. Wie sehr kann man einen beobachten? Fertig? Mhm. Meine Mama hat da jetzt aber eine andere Matte davor gelegt. Eigentlich war meine Matte schwarz. Wo zieht die denn hin? Super, oh ja, oh, die ganzen Steinchen mit raus. New Day, New Beginning. Gestern hatte ja meine Oma Geburtstag, war richtig schön, wieder meine Family zu sehen. Und heute ist ein Geburtstag von einer Freundin, also ist richtig viel los. Deswegen gehe ich jetzt schnell einkaufen für das Geburtstagsgeschenk. Ich habe wieder eine coole Bastelaktion geplant und dann flitze ich noch einmal ins Gym, weil ab morgen bin ich dann auf der FIBO. Schnalli. Schnalli. Sind wir wieder Gassi? Sind wir zwei wieder Gassi? Ja, unsere Lieblingsbeschäftigung. Bisschen Steps sammeln mit dir, hä? Nee, wir ziehen nicht. Komm. Ich weiß nicht, ob das bei eurem Hund gerade auch so ist, aber sie isst gerade unfassbar viel Gras. Bei jeder Möglichkeit guckt sie, wo leckeres Gras ist. Guck mal, perfektes Beispiel. Ich habe gerade auch gehört, so irgendwie auf TikTok war das, dass dieses Gras dieses Jahr besonders süß schmecken soll. Und dass die Hunde gerade so viel Gras snacken. Ja, guckt sie euch an. Die snackt bei der ersten Gelegenheit wieder ihr Gras. Komm, weiter. Meine Kamera musste gerade laden, deswegen konnte ich euch nicht so ein bisschen mitnehmen. Aber ich habe gerade schnell zu Mittag gegessen, habe noch eine Coop gedreht und ein bisschen Steuerzeug erledigt. Und jetzt kümmere ich mich um das Geschenk. Leute, es wird richtig simpel. Also der Grundansatz. Dieses Video ist ein komplettes Geschenkevideo, no joke. Ich hatte Erdbeeren gekauft, die habe ich jetzt schon gewaschen. Und noch so weiße Schokolade. Und die mache ich jetzt einmal klein und tue die dann schmelzen. Ich will die Erdbeeren so dippen, deswegen habe ich gerade mal geguckt, in meine Gläser die Erdbeeren vom Prinzip reinpassen, dann passen da perfekt rein. Dann nehme ich die zwei Gläser, wo ich die Schokolade dann schmilze. Ich will die Schokolade auch noch einfärben, deswegen machen wir zwei Gläser. Solange es nicht zu krass heiß ist, kann man Gläser schon in Wasserbad stellen, oder? Ich habe das noch nie so gemacht, ich habe das immer in der Schüssel gemacht. Das ist einigermaßen gut geschmolzen, noch ein paar Stückchen sind drin. Ich habe es aber trotzdem schon rausgeholt, damit das richtig gut halt temperieren kann. Ich habe so essbaren Glitzer, den mache ich danach, wenn alles gut läuft und davor noch ein bisschen Lebensmittelfarbe. Das versuche ich jetzt bei einem, um das einzufärben ein bisschen. Ich habe es noch nie hinbekommen, schön Erdbeeren zu überziehen mit Schokolade. Deswegen, das muss heute klappen, das erste Mal. Uhu. Oh mein Gott, so muss es jetzt weitergehen. Genauso und nicht anders. Die erste mit Deko. Ey Leute, ich glaube, es ist echt das erste Mal, dass es mir so einigermaßen gelingt. Oh, jetzt habe ich den Dreh raus. Wie es geht. Ups. Wir kommen zu Phase 2, das von dem Geschenk. Ich kann nicht reden. Ich blende euch mal hier so das Innsbruck-Bild ein, an dem ich mich so orientieren wollte. Ich habe noch für, ich glaube, 95 Cent so Papier gekauft, so Plakatpapier. Und ich habe auch noch solche Crepe-Dinger gefunden. Vielleicht kann man mit den hellen Farben was machen. Das konnte man leider nicht einzeln kaufen. Wir haben zwei Vita-Welt-Kaugummis, Essie-Nagellack, ein Catrice-Lipgloss, Augenpads und eine Gesichtsmaske, Handcreme und den gehypten Blush. Genau den gleichen habe ich auch. Den finde ich auch richtig nice.
Es geht weiter mit den Erdbeeren und meinem Glitzer. Ich habe so rosanes Glitzer und ist das Gold oder das... Ah, das Gold. Also wir machen Gold und Pink. Ich verlinke das euch mal in der Infobox. Ich finde das richtig cool, dass es einfach das so Glitzer gibt. Wie cool ist das denn? Ich mache nicht alle full mit Glitzer, aber halt so ein bisschen, ein paar, ne? Oh, das sieht so cool aus. Seht ihr das? Ich habe jetzt gerade so ein paar Tutorials angeguckt, wie man das so falten kann und ich versuche es einfach. Ich kann euch keine Anleitung so richtig geben, weil ich habe es selber nicht richtig gecheckt. Ich habe die Pakete jetzt einfach mal so in zwei geschnitten und so halbiert. So sah das auch in dem Video aus, das ich gesehen habe. Und die kommen so nach ganz hinten und darauf mache ich dieses Weiße. Wir haben es jetzt fertig bekommen. Es hat ein bisschen gedauert, es ist ein bisschen tricky, aber ich finde, der kann sich sehen lassen. So einmal. Und eigentlich war ja geplant, dass die Erdbeeren damit reinkommen. Aber ich bin ehrlich, ich hatte keinen Plan, wie ich die befestigen soll. Deswegen habe ich noch so einen kleinen Strauß dazu rausgemacht. Und jetzt gibt es das einfach so zusammen. Fragt mich nicht, wie ich das so hinbekommen habe. Aber ich bin happy, dass es jetzt so aussieht. Wir müssen uns beeilen, bevor die Schokolade schmilzt. Good morning, Leute. Ich bin jetzt schon früh wach. Ich kam gestern auch relativ früh von dem Geburtstag zurück. Wir waren bauen und ich konnte tatsächlich nicht bauen, weil mein einer Nagel schon angerissen ist und ich wollte jetzt nicht vor der FIBO mir nochmal drei Nägel wegschlagen und dann da mit blutigen Händen ankommen. Aber es war trotzdem cool dabei zu sein. Ich wollte meine Supplements nehmen. Es ist gerade 7.19 Uhr. In eineinhalb Stunden holt mich meine Mom ab. Meine Mom geht nicht mit auf die FIBO, aber sie geht halt mit nach Köln. Irgendwie so todesmüde. 0 Uhr schlafen gegangen bin oder so. Also ich hatte jetzt schon mal 7 Stunden Schlaf. Aber wenn sowas ansteht, kann ich einfach nicht richtig schlafen, weil ich die ganze Zeit so aufgeregt bin. Und ja, ich freue mich. Das wird richtig cool. Also ich war ja letztes Jahr schon auf der... Ich war ja letztes Jahr schon auf der FIBO und es war... Das war meine erste FIBO und jetzt ist meine zweite FIBO und jetzt bin ich auch direkt 2 Tage da. Letztes Mal war ich auch nicht am Haupttag da und jetzt bin ich halt wirklich an den vollsten Tagen, Samstag und Sonntag da. Ja, das wird jetzt hier auch so ein richtig langer Vlog. Wir hatten den ersten Part vom Vlog hauptsächlich Geschenke und jetzt kommt der Part FIBO, FIBO, FIBO. Aber das ist eigentlich so der perfekte Einblick in mein Leben, so wie es halt ist, so von richtig zu einem random, langweiligen Alltag. Bis hin zu FIBO. So, ich mache mir jetzt noch schnell meine Haare. Ich habe mich schon geschminkt und alles. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich werde in einer halben Stunde abgeholt. Meine Sachen sind noch nicht ganz fertig gepackt, aber es fehlt nicht mehr viel. Und ich muss noch ein bisschen was snacken zum Frühstück, weil ich dann ja wahrscheinlich, wenn wir ankommen, instant auf die FIBO jumpe. Ja, ich freue mich. Ich mache gleich nochmal eine Story, weil meine Meet & Greet-Zeiten haben sich nochmal verändert. Und ich hatte die falsch und somit gesagt. Nicht, dass die Leute denken, hä, was für toll. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber jedes Mal, wenn ich auf ein Event gehe, wo so fix Fantreffen geplant ist, habe ich übel Paranoia und bin extremst aufgeregt. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin sogar mehr aufgeregt wie die Leute dann so treffen, weil ich denke immer so, okay, es ist immer so ein unangenehmer Moment, wenn halt dich jemand nicht erkennt oder mit dir also kein Foto will. Eigentlich, das ist gar nicht schlimm, also ihr müsst es nicht machen, aber das ist so ein, so, man fühlt sich so, okay, ja, es juckt sich hier keiner für mich. Und irgendwie, ich habe jedes Mal Angst davor, meine Community hat mich nie enttäuscht auf Events oder so, aber es passiert halt trotzdem mal und es ist dann so ein richtig awkward Moment irgendwie, genauso wie so wrecked carpet, das ist zum Glück bei der FIBO nicht so. Aber ich habe es gehasst. Ich vermeide es immer und mittlerweile auf Events, weil ich mir gesagt habe, ich zwinge mich da zu nichts. Auch wenn jedes Management sagt so, ja, du musst das machen, um gesehen zu werden für die Presse, bla bla bla. Leute, nein, ich mache die Scheiße nicht. Das bin nicht ich, ich fühle mich da nicht wohl, ich fühle mich absolut komisch. Und dann auch so, ich bin halt kein Superstar wie Pamela Reif oder sonst wer. Und so jemand hatte halt auf Events, so jeder wollte ein Bild von denen. Und wenn dann so jemand wie ich da rumgejumpt bin, so eine YouTuberin, da waren so eine Person, zwei Personen und ansonsten stehst du da wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich denke mir so, okay, wieso soll ich das überhaupt machen? Ich fühle mich eh so komisch, das ist absolut nicht mein Ding. Und dann ist noch so ein weirder Moment, nee, ich entgehe dem mittlerweile wirklich komplett. Ich will dieser Situation nicht mehr in meinem Leben begegnen.
Aber das muss ich ja heute auch zum Glück gar nicht, weil, wie gesagt, es dort eh nicht gibt, zum Glück. Ich finde, das sollte man eh abschaffen, so Red Carpet für Influencer. Das ist doch irgendwie ein bisschen weird. Okay, der Stress ist groß. Meine Mama ist 22 Minuten zu früh da, wie ihr vielleicht hört. Sie ist schon unten. Und ich sitze hier noch. Ich habe damit gehofft, dass sie 15 Minuten zu spät kommt. Seit wann kommt diese Frau pünktlich? Von ihr habe ich die Unpünktlichkeit geerbt, Leute. Jetzt ist die pünktlich. Hallo Freunde, ich war gerade schon auf der FIBO. Ich habe aber absolut nichts gefilmt, weil ich selber so dermaßen überfordert war. Ich weiß, ich habe schon oft drüber geredet. Ich glaube, oft ist es auch so aus Zuschauersicht einem gar nicht so bewusst. Ich kann sowas irgendwie nicht, habe ich für mich immer mehr festgestellt. Ich gehe ja eigentlich auch zu gefühlt keinen Events. Und wenn immer mit Marcello, damit ich so meine Stärkung, mein Felsen in der Brandung so mit dabei habe. Und mich hat das heute einfach so unfassbar überfordert. So viele Menschen, so viele laute Geräusche, so viel hin und her. Und die erste Stunde ging das noch relativ gut, die habe ich noch gut durchgehalten. Aber dann konnte ich meine Gesichtsausdrücke, sage ich jetzt mal, nicht mehr zurückhalten. Und ich glaube, man hat mir ziemlich stark angesehen, dass ich mich absolut unwohl gefühlt habe. Ich bin dann auch raus in die frische Luft, wo es ein bisschen ruhiger ist und versucht runterzukommen. Aber hat nichts gebracht. Nachdem ich wieder rein bin, hat mich das alles wieder so erschlagen. Und das ist so ein cooles Event und ich finde es so cool, dass ich da sein kann. Und mich nervt es selber so, dass ich mit diesem Stress irgendwie oder dieser Stimmung nicht so gut klarkommen, weil ich finde es super interessant, auch ich habe so Kinesthetics-Leute gesehen, denen einfach zuschauen und so, aber diese ganzen Menschen und die Geräuschkulisse drumherum knockt mich dann halt einfach komplett aus. Ich glaube, ich denke da auch einfach zu viel, zum Beispiel, wir werfen da auch immer wieder ja so gratis Leggings und Sport-BHs und so weiter und so fort rein und am Anfang war das alles ganz cool und gegen Ende habe ich gemerkt, dass da super viele Leute waren, ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, dass ich da einfach, das waren ein paar Socken, okay, ich habe die da reingeworfen, so zwei Frauen gleichzeitig gefangen und ich dachte, die schlagen sich gleich die Köpfe ein, wegen diesen scheiß Socken. Die eine Frau, die war ein bisschen älter, ich würde sagen Anfang 50, die andere so Anfang 20 und die ältere Frau hat dieses junge Mädel so angeschrien, dass das ihrs ist, dass sie das gefangen hat, die haben das beide gleichzeitig in der Luft gefangen und hat die so dermaßen angeschrien. Mir ist da oben, obwohl jeder lacht und oh, alles ist cool, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich glaube, ich sah aus, als hätte gerade ich die irgendwie einen Bus einen Unfall gebaut hat oder sonst was. Ich fand das so schockierend, dass Menschen wegen Gratis-Goodies ihre Menschlichkeit verlieren. Daraufhin war ich irgendwie sensibel gegenüber dem und habe das nur noch gesehen, wie sich Leute angestresst haben. Und es hat mich so verrückt gemacht und ich wollte da einfach nicht mehr sein und ich bin heute nur 2,5 Stunden dort gewesen und morgen ja den kompletten Tag, also 8 Stunden. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Es ist halt auch so schwer für mich, weil ich kenne niemanden und ich mache mich gerne und schnell zum Außenseiter. Ich finde es auch schwierig, sich dort irgendwie zu unterhalten. Alle sind super lieb und so und man kennt sich auch so untereinander, aber ich merke, dass ich da einfach nicht mehr so krass drin aufgehe, wie es halt früher war. Also früher war die Glow für mich, super viel Spaß gemacht. Das war vielleicht ein anderes Event, aber kommt für mich ähnlich ran. Super viel Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Tag gelacht. Ich war so glücklich. Und mittlerweile sind solche Veranstaltungen für mich einfach nur noch purer Stress. Und ich versuche das einfach irgendwie rumzubekommen. Das klingt so unfassbar böse. Ich würde daran so gerne Spaß haben, weil es so eine coole Sache prinzipiell ist. Und ich glaube, hätte ich Kopfhörer auf mich, würde nichts hören, wäre das auch alles viel entspannter. Aber das war einfach alles zu viel. Ich hoffe, dass es morgen einfach besser wird. Und jeden, der mich irgendwie gesehen hat oder so, dass ich aussah, als wäre sonst was passiert. Es tut mir leid, ich kann manchmal ab irgendeinem Punkt einfach, habe ich meine Gesichtszüge nicht mehr im Griff. Und das ist keineswegs, dass ich das nicht appreciate oder sonst was. Das ist einfach so ein Problem mit mir, in mir, dass ich mit dieser Situation nicht so gut klarkomme. Ich bin jetzt gleich auf jeden Fall ready, weil jetzt gleich ist noch ein Team-Dinner mit den ganzen TVO-Girls.
ja auch richtig nice. Es werden ungefähr 100 Personen sein. Ich bin gespannt, wie es da ist. Oder vielleicht lockert sich das für mich auch ein bisschen auf. Dadurch, dass ich da nochmal die Leute so ein bisschen kennenlerne, dass es morgen für mich ein bisschen entspannter ist. Wir gehen auf jeden Fall ins Steakhouse. Ich habe mir aber schon die Speisekarte angeguckt. Und dort gibt es auf jeden Fall auch was Vegetarisches. Ich dachte einfach so, Steakhouse, oh, scheiße, ich war schon mal in einem Steakhouse. Nein, nichts Vegetarisches, aber die hatten was. So, jetzt geht's zum Teamabendessen. Das ist mein Look. Das Motto war casual, schick. Habe ich erst gesehen, nachdem ich hier angekommen bin. Also, das habe ich schon davor überlegt, einfach was Chilliges. Ich hoffe, das passt und niemand kommt da mit Blazer. Team Dinner. Wir haben hier so ein komplettes Lokal, einfach nur für die ganzen TVU-Girls. Wir haben jetzt erstmal die Vorspeiseplatte. Die Hälfte davon ist für dich. Und Main Food gibt es Nudeln. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe mich immer ready gemacht. Das Essen gestern war richtig nice. Ich habe richtig cool connecten können mit ein paar Girls. Ich hatte ja anfangs schon so ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie niemanden mehr so kennenlerne. Aber irgendwie hat der Abend so gezeigt, dass es doch Menschen gibt, mit denen ich dann irgendwie so matche. Auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt geht's einmal schnell zum Frühstück und dann geht's rüber zu Fibo. Und hier geht's schon hoch in den Backstage. Seamless, ihr seid lecker. Einfach Seamless. Seamless. Alex, erweist mir die Ehre und wähle jemanden auf. Vielleicht da ganz hinten irgendwo. Bist du? Nein, überhaupt nicht so spannend. So, ich löse jetzt meine Mädels vom Glücksrad ab und helfe ein bisschen mit. Auf einer Fitnessmesse erstmal einen schönen Krebs mit zum Zucker gönnen, ey. So, jetzt geht's zum TVU-Stand. Ich hab gleich mein Meet & Greet und ich bin so fucking aufgeregt. Ihr merkt schon, ich komme zur Halle und es wird so laut, Alter. Leute, meine Ohren, sie dröhnen. Es ist so unfassbar voll und laut. Wir müssen jetzt da nach hinten zu TVU. Hier ist schon ganz schön was los. Wow. Es ist eskaliert hier alles komplett. Oje, mini. Geisteskrank. Einfach. Ich muss aber gleich nochmal rein, weil wir gleich nochmal die letzten Pieces in die Menge werfen. Also komplett, bis alle Kisten leer sind. Und ich hoffe, dass noch einige Leute das ergattern können, weil das ist echt schwierig, wenn so große Leute vor einem stehen oder Typen, die für ihre Freundin was holen, die an alles fangen und die kleinen Mädels halt keine Chance haben. Ich versuche wirklich immer, ganz nach hinten zu werfen oder irgendwie kleineren Leuten was entgegenzuwerfen, aber es ist so unfassbar schwierig. Es werden immer mehr Leute. Was ist das? Die Wie viel wurde hier bitte rausgeworfen? Und es geht immer weiter! Oh mein Gott! Freunde, ich bin zurück zu Hause. War gerade schnell duschen. Ich bin richtig kaputt. Marcelo hat gerade auch noch Essen gemacht. Ein paar Tagglinsen sind draußen. Ich brauche nur meine Brille. Der zweite Tag war einfach ganz anders wie der erste. Ich glaube, am ersten war ich einfach so gestresst, weil ich da so reingefallen bin irgendwie. Also so, ich kam an und direkt war ich dort und irgendwie war ich mental noch nicht bereit dafür. Und jetzt aber so am zweiten Tag konnte ich mir so ein bisschen vorstellen, was mich erwartet. Und es war ganz, ganz
anders. Das war richtig cool. Es war eine richtig, richtig geile Zeit. Und ich würde sagen, ich beende auch an dieser Stelle hier den Vlog, bevor ich es wieder vergesse und in der Woche erst das Ende drehe. Oh mein Gott, ich bin so unfassbar durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Und einen wunderschönen Tag. Ciao.